verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir haben uns heute hier versammelt, um die Existenz von etwas so Großem zu feiern. Etwas so Großem, dass sogar Hater ehrfürchtig den Like-Button vergewaltigen. Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Kann mich jeder hören? Ja? Gut. Also, viel zu lang ist es her, dass er auf der Bühne stand. Doch heute endet diese Leidenszeit. Denn heute ist nicht nur Halloween, Allerheiligen oder wann auch immer dieses Video hochgeladen, sondern auch der Tag des besten Bärs der Welt. Aber wir schweifen schon wieder. Nun seid ihr gefragt. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr euch sicher? Anscheinend nicht. Oh, Entschuldigung. Hab mich gerade verguckt. Wo war ich? Ach ja. Seid ihr bereit? Ist der Moderator bereit? Ich erhalte soeben das internationale Zeichen dafür, dass es losging. Dieses Zeichen, für die, die es nicht kennen, geht so. Man streckt seine geballte Faust waagerecht nach vorne und streckt den Daumen in einer senkrechten Bewegung nach oben. Das bedeutet alles okay, es kann losgehen. Kann ich das mal sehen? Auch ihr zu Hause vor dem Bildschirm. Mach diese Position. Ah, das sieht gut aus. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Und hier ist er auch schon. Ja, willkommen zurück hier live, die Bärshow, die 32. mit meinem Bodyguardstin. Der Erd macht die andere Perspektive, die seht ihr dann. Ja, hier, die werdet ihr dann sehen. Ich mache nämlich zwei Perspektiven, Leute. Ja, das ist das Schöne. Ich werde nicht nur da filmen, sondern auch da filmen. Das werdet ihr dann sehen. Das wird ein ganz großes Kuddelmuddel. Wie ihr sehen könnt. Vogelperspektive. Die ist da oben und die sieht man nicht. Scheiße. Die nette Dame hier kennt ihr bereits aus Folge, was war es, 2? Ach, keine Ahnung, vom Grill halt. Das ist die Dame vom Grill. Ja, der. Das Reh vom Grill, also ein gegrilltes Reh. Na egal. Ja, das ist ein neues Gesicht. ein sehr nettes Gesicht. Das ist der Herr. Hat einen Wie nennen wir ihn? Erd. Flamingo. Flamingo. Ja, was soll ich jetzt sagen? Unsere Flamingo-Tante. Erzähl was, einfach irgendwas. Stell dich erstmal vor, die Leute wollen dich kennenlernen. Ich bin der Ralf. Ich dachte, du bist Flamingo. Gut, ich bin Flamingo. Ich bin immer noch 18. Ja. Werden Flamingos überhaupt zu alt? Bist du 18 Jahre alt oder bist du schon? Ich hoff's. Ja, ich bin schon. Ja, er hat schon leider ein bisschen Intus, das ist das Problem. Gerade eben hat er sich mal, wie jeder Rockstar, vor dem Wettbewerb, wollte ich gerade sagen, vor diesem tollen Wettkampf hier in der Bärshow, erstmals ein bisschen Alkohol gegönnt, ist ja klar. Natürlich nur das Beste vom Besten. Russischen Kartoffelschnaps. Kartoffelschnaps. Wasser. Was da drüben steht. Ja, aber kannst du mal dann sehen, ja, hier. Erst euch, weil ich das die Szene dann zeigt, wo alle rüber gucken und nicht diese Szene montiert. Ja, reden wir mal. Red, mein Handy hat gerade geklingelt, ja. Ja. Und jetzt klingelt seins. Ich glaube, das ist die historische Handy-Klingel. Scheiße, ich habe aufgelegt. Das ist die 32. Bärshow, das Comeback des Bärs. Natürlich mit Live-Publikum im Hintergrund. Ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Erd weiß es. Was ist los? Ich wollte dich annehmen, aber hab aus Versehen weggedrückt. Was ist los? Ja, rufst dann an, wenn du da bist. Gut. Ja. Dann Realität. Ja, wir waren gerade erst nochmal Alkohol kaufen.
Trink mal. Ja, gut. Dann bis später. Was erwartest du? Tschüss. Tschüss. Ja, da hat er mit seiner Oma telefoniert. Er hat mit seiner Oma telefoniert, die geht noch mit ihr mal ein Bierchen trinken. Seine Oma ist ein R, ja. Ja, und Problem damit? Oma Hermann. Ja, erzähl wieder. Ich bin mal gerade gestört worden, ja. Erzähl mal, was von Oma Hermann redet. Oma Hermann, ja. Treffe ich jeden Tag, ne? Ist halt immer voll. So wie sein Enkel, ne? Das ist ein Schenk. Ich glaube, hat er jede Oma schon mal gehabt, ne? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Selbstverständlich. Ja, über was möchten wir sprechen? Über die sauren Gurken, die da auf dem Tisch sind. Die sauren Gurken, die ihr nicht sehen könnt. Hier drin sind sie. Die, was muss ich essen? Die musste ich vorhin essen, die sauren Gurken. Die sind gut gewesen, ne? Nein. Von Oma Hermann. Die waren eklig. Das Beste, was das Land zu bieten hat. Die wären von Papa Vicky gewesen. Du meinst von Mama Bär? Ja. Ach ja, gut. Nein, ich meine Papa Vicky, den der auf dem Schiff rumsegelt mit seinem Hut und seinem... Ach, der ist inzwischen... Ach, jetzt ist er erwachsen geworden. Ich wollte gerade sagen, der ist schon Papa. Ja. Er hat ein Kind vergewaltigt, jetzt ist er Vater. Ja, aber keine Witze über... Wir wollten eigentlich reden. Ja, über was denn? Du bist seit 30 Sendungen nicht dabei gewesen. Ja. Jetzt das Comeback. Wie fühlst du dich? Ja, es ist wunderbar, wieder im Rampenlicht zu stehen. Auch wenn es hinter mir ist, ne? Ja, trotzdem, das ist besser als gar nicht. Wie fühlt sich der Flamingo? Du warst seit 32 Sendungen nicht dabei. Keine Ahnung, ich sehe die Show zum ersten Mal. Ich sollte es mir eigentlich mal angucken, aber bin nie dazu gekommen. Er hat ja Wichtigeres zu tun. Er musste zum Beispiel die Unterhosen von der Oma Hermann waschen. Ja. Ich finde es schön, wenn ich darüber gucke, gucken alle darüber. Na, jetzt nicht, aber ich weiß es so generell nochmal. Erd hat heute einen sehr komischen Kleidungsstil, muss man schon sagen. Erd hat vorhin ausgesehen, Oma Olga. Wenn wir jetzt mal die andere Oma von Flamingo erwähnen wollen, die Oma Olga. Ja, was soll ich dazu sagen? Wo liegen die Schamhaare? Ja, hier sind die Schamhaare von Erd. Ja, Erd hat sich nicht getrimmt. Die hat man gar nicht gesehen, die Schamhaare. Die sieht man auch nicht, ne. Wie mache ich das? Man sieht diesen Büschel hinten neben dem Fernsehen. Das ist wahr, das ist wahr. Mit wem rede ich denn? Ist kompliziert, ich kriege schon Rückenschmerz. Reden wir wieder mit dem Flamingo. Genau, mein Stuhl knarzt und stinkt und alles, egal. Erzähl was. Ja, was denn? Du bist live hier zum ersten Mal in dieser Sendung. Weißt nicht, um was es geht. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht. Und ich mache es seit 32 Sendungen erfolgreich jetzt dann. Und wie viele Klicks hast du denn? Also gesamt meinst du jetzt? Ja. Fast 2000. Boah, du bist übel. Ich bin voller Checker. Voll die Maschine. Der Gerät. Der Gerät. Ich bin der Gerät übrigens und ihr schaut die Bär-Show. Da ist gerade irgendeiner vorbeigefahren. Ich glaube, die Oma ist da. Geh mal raus. Ich will aber nicht. Ihr seht sie. Angst vor der Oma oder was? Was tut das da? Mit ihren Schenkeln. Ja, ich werde hier. Ich bin ein Schenkelklopfer. Steißbeinstößer. Ein Wort. Entschuldige, das war das Schienbein, nicht das Steißbein. Ja, das ist da woanders. Das ist da hinten am Bobbis, aber im. Bobbis ist ein gutes Stichwort. Weil du gleich eh wieder am Bobbis bist, dann, wenn du mit deiner Oma unterwegs bist. Ihr geht ja einen saufen, habe ich gehört. Waren heute, ja. Ja. Realität. Realität. Was hat denn das zu bedeuten? Das sage ich jetzt lieber nicht. Okay, ja. Das was macht er in der Realität? Tja. Vielleicht ein paar negative Bewertungen. Ein paar negative. Wir gehen so dem Neger in die Tiefe. Ja, was? Keine rassistischen Beleidigungen. Nein, so war das nicht gemeint, ich bin nicht rassistisch. Nee, sie ist nicht rassistisch, die ist nicht radiesisch. Sie ist auch kein Radieschen, aber Radieschen.
Wenn ihr das hier gerade guckt, wisst ihr, dass ihr echt 8 Minuten nur Schmann angeguckt habt bisher. Ja, stimmt. Ich sag seit 30 Sendungen ohne Mist, warum gucken die Leute den Schrott? Und gucken sie trotzdem. Die gucken den Schrott. Ernst-Science-Zeug gucken. Ja, gut. So, wollen wir jetzt nicht so gemein sein, ne? Ja, bitte. Du hast mir getreten. Entschuldigen Sie. Jetzt müssen wir ein Teil von Bär. Ah, das ist eine Mischung. Herbert. Ja, 8 Minuten, was machen wir? Wir müssen ja nicht zu lang machen, weil der Flamingo muss gleich gehen. Ja. Ein Flamingo-Tanz hinlegen. Mach mal einen Flamingo-Tanz. Der Flamingo muss pinkeln. Ja. Und wie? Komm, ich gebe dich Film. Klar. Das ist das Leben vom Rockstar, ja? Ja. Damit man sogar... Samen sitzt, ne? Bei Samen sitzen wir alle. So ist es halt, ne? Und bei Samen sitzen. Bei Samen. Ja, eigentlich waren ja mehr Leute geplant da. Also da wären jetzt nochmal zwischen den dem reizenden Gesicht hier und Flamingo zwei andere Gesichter gewesen. Aber die haben kurzerhand entschieden, dass sie nicht kommen. Eigentlich waren es ja drei. Ich habe einen vergessen. Dann Dani Sahne zum Beispiel hat vor 2 Tagen abgesagt. Ja, weil er heute Familienbesuch hatte. Dani Sahne, hast voll Bock drauf auf Sahne, ne? Nein. 10 Euro und deine. 10 Euro du kriegst. Wenn nicht, versteigern wir das Grüne dann, was davon übrig bleibt am Ende. Nee, der Schimmel, wo sich bildet nach einer Zeit. Ach so, ich hab jetzt einen Wackelpudding. Ja, bis ich das. Den du vorhin durch die Gegend geworfen hast. Das war nicht mit Absicht beim ersten Mal. Ja. Beim zweiten Mal muss man schon sagen, was amüsant, ja. Chillst du voll. Mach ich jetzt auch. So. Der Bär geht in die Tiefe. Ich hab hier mein Oma Herbert-Kissen. Oh, zeig mal. Zeig's am besten dem Erd in die Kamera, weil er hat die coolere Kamera. Yeah. Ja. Oh, dann. Flamingo muss. Oder was? Silber. Ja. An welchem Ding da? An der Straße. Ja, dann fahr doch mal da rein. Ja, fahr mal runter, da muss ich nicht so weit laufen. Ja, bis gleich. Ciao. Ja. Flamingo muss gehen. Dann bedanke ich mich bei Flamingo für die tolle Unterstützung. Jetzt wollte ich dir die Hand geben, jetzt hast du dich abgerotzt, das lassen wir lieber. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Dankeschön, ja. Aber es war sehr schön mit dir und ja, nächsten Monat keine Bärshow, aber dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder in der Schule. Da, hobt er schon. Bei Oma Herbert. Oma. Jetzt trinkt er noch ein Stück Alkohol. Ein Stück. Ein Stück. Ich ja noch die Bude zusammen jetzt, wenn der pissen muss. Ja. Jetzt können wir näher zusammen und kannst nach vorne rücken ein bisschen jetzt. Jetzt sind wir nur noch zwei. Zwei. Sieht aus, als würdest du sich auf meiner Schulter stützen, aber da ist nur die. Nee! Der Stuhl ist da. Da ist die Gerätstuhl. Genau. Ich schalte dann einfach so schnell rum, dass es keiner sieht, weißt du? Man hört Bumbu. Ey, die brauchen nichts mehr Airport, die haben schon Airport in die Augen. Die haben so viel Flughafen da drin, es gibt gar nicht. Du musst öfters vorbeikommen, ja? Ist das okay? So alle 10 Sendungen mal oder so. Boom, boom. Ja. Ist okay? Ja, ist okay. Okay. Flamingo wird gleich zurückkommen. Ja, weil sein Alkohol noch hier gebunkert ist. Er hat wollte gerade einen Schluck nehmen, aber. Aber hat sich dann anders entschieden. Da kommt er. Und das ist ein anderer? Hat er jetzt jemand reingelassen? Wer mischt was? Er hat mit reingelassen. Also Exkremente mischt er jetzt. Hat gerade gepinkelt und gekackt, jetzt mischt er. Alter! Du. Flamingos One Cup. Oh Gott. Flamingos One Cup. Two Flamingos One Cup. Jawohl.
Wir machen nicht mehr. Aber der würde den ja nicht mehr in die Reihe lassen, sondern der würde der zeitgleich die Freunde sehen. Stimmt. Ja. Ja, hat er recht. Also haben wir recht, ja. Haben wir recht, ja. Ach ja, wenn ihr wissen wollt, wer der neue Dschungelkönig ist, ich. Derselbe wie letztes Mal, also ich wieder. Aber bei... Ihr... Da wird gestimmt. Und, wie war's? Gut. Ja. Gut gelaufen. Gelaufen. Du hast gleich abgucken. Das hat mich jetzt auch gehofft und so, aber ne, Quatsch. Noch Wasser rein. Nein. So wie du. Wieso filmst du mich? Ich musst du filmen. Der hat die Spannung gerade. Ja, kein Problem. Das ist doch kein Thema. Das wird doch eh rausgeschnitten. Wir können gerade machen, was wir wollen. Oh, nicht wackeln. Wir können eh gerade machen, was wir wollen. Wir filmen ja den gerade. Sehr schwarz. Ist zu wenig. Das ist schwarz. Das ist sehr schwarz. Das sieht man auch nicht. Oh. Wir können gerade machen, was wir wollen. Du zitterst. Ihr seht Elvis da hinten. Neben der Flasche, also ihn. Das sagt er auch immer, wenn er auf der Toilette ist. Er sagt mal laut, ich hab's jetzt, das wird ja eh raus. Was ist? Sag das mal laut, was ich gesagt. Sag du's lauter. Sagt er auf der Toilette auch immer, hab ich gesagt. Sagt auf der Toilette auch immer. Jetzt sagst du's doch, du bist doch ein Simple, ey. Dankeschön. Das war Absicht. Simple. Simple. Was? Du halt diesen Mikro, das braucht doch eh. Hier ist noch Alkohol. Na und? Du bleibst nur ein bisschen, oder? Ja. Wie fandest du den Tag bis heute, bis jetzt? Ja, mir hat es Spaß gemacht. Gut. Hat es Spaß gemacht? Spaß gemacht. Hat es Spaß gemacht? Gut. Ja, hat gut Spaß gemacht. Hat gut Spaß gemacht, ja. Hat gut Spaß gemacht, hier. Duckface? Flamingo verabschiedet sich für immer. Aber er ist die Kamera. Sag tschüss in die Kamera. Tschüss. In 32 Folgen sehen wir uns wieder. Oder vielleicht in 31. Wir wollen mal nicht übertreiben. Warte, mach's gut, ne? Mach's besser. Kümmern Sie sich. Ciao. Ciao. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my friend. Time to say goodbye. Ja, zurück! Live ohne Flamingo, der ist schon lange weg jetzt, inzwischen 5 Sekunden, aber hast du mich gestummt? Ja, ich will Stresse! Stress? Ja. Ich will provozieren. Ich will provozieren! Das ist Stuhlruhe, Alter, das ist du halt. Ich hab Stuhl provoziert! Eine sehr unterhaltsame Bärschuh. Bärschuh! 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 Ich trinke einen Schluck. Mach keine Werbung für Monster, keine Angst. So übrigens sogar das Grüne, ja, nur dass ihr es wissen wollt. Ich habe vorhin einen Rino getrunken, einen Rino. Der steht auch noch da auf dem Tisch rum. Und wie war's? Wie war der Genuss? Es war der Wahnsinn, einfach nur der Hammer. Und bei Angebot in Rewe, weißt du? Ja, wenn wir schon bei Werbung sind, ne? Genau. Da muss man schon ausnutzen. 1,11 Euro, zuzüglich Pfand. Oh, das ist aber toll, ey. Ja. Ich würde sagen, wir machen bis 20 und dann hören wir auf. Ja, dann brechen wir ab. Dann brechen wir. Dann brechen wir auf einen Haufen ab. Auf ein Auto. Genau. Wenn wir schon bei Werbung gehen sind. Wir vor zu diesem Autohaus, dessen Namen wir nicht nennen. VW. VW. So Spindler gesagt? Irgendwo in meinem Hinterkopf, ja. Irgendwo tief in mir. Hab ich den Namen gesagt? Doch, Jan. Bin ich alles von vorne. Bin ich alles von vorne an. Ach, ja. Du
Pippels mit? Komm, nee, komm. Das ist Spaß. Ja, das macht Spaß. Da fliegst du da hinten und dann brichst du das Genick. Das ist spaßig. Ja, wir haben schon Stimmung hier. Das ist. Hast du die Möwen gefilmt? Was? Hast du gerade die Möwen von ihr gefilmt? Perverser Erder. Perverser Erder. Das ist mir verwusst jetzt. Wir haben doch gar keine Möwen. Glocken gefilmt. Glockenfilm. Wir sind nicht in der Kirche. Schön, dass du gerade deine Achsel mitten in die Kamera gehabt hast. Ich schneide das ja da rein, Mann. Keine Ahnung. Vor allem, mach's nochmal, weil da hinten liegen die Haare. Das passt perfekt. Moment, ich mach mal. Darf ich mal kurz die Kamera hier zuhalten? Einen Moment bitte. Hier ist aber noch da. So, jetzt kannst du nochmal die Arme heben. Ist es schön, ne? Passt ja. Perfekt. Passt gut, ja. Oh, jetzt ist er runtergefahren. Oh, ganz großes Kino hier. Ja, wir gerade haben Waxing gemacht. Waxing? Dreiviertel Stunde noch, genau. Dreiviertel Stunde nehmen wir noch auf, habe ich gehört. Minute. Dreiviertel Stunde, Minute. Genau. Ach, jetzt inzwischen nur noch eine halbe Minute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bei meinem Comeback, das eigentlich gelungen ist, würde ich sagen. Erd, was sagst du dazu? Ist gelungen. Was sagst du, Dave? Er hat gerade seine Nase und seinen Mund. Echt jetzt? So, ja. Gelungen. Wahrscheinlich war ich überhaupt nicht drauf. Ja, Erd, da hast du gelitten, ne? Also, ich fand die Show auch jetzt sehr gelungen hier. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. So. Okay. Ja, bei Flamingo würde ich jetzt auch. Ich rufe ihn nochmal an. Ja, hier hat man ihn nicht gesehen, aber hier hat man ihn gesehen. Hier sieht man gar nichts mehr. Oh, die Zeit ist rum. Dann verabschiede ich mich. Ja. Na komm, ja. Na, ja, das ist die Kamera, da, ja. Die Bär und die Erd und die Dings, der Reh. Wir haben jetzt mal alle Dinger vertauscht. Wer ist denn das Zeug da? Was vor dem großen Pott steht? Ein Artikel. Genau. Ich wollte eigentlich Zeitung sagen, aber ein Riesenrad ist das gewesen. Schätzchen hat Slicks. Hast du gerade Slicks? Was soll denn der Schrott dir? Ich hab nicht Slicks. Was willst denn du hier Stress, Alter? Komm mal da jetzt noch ran. Wir sehen uns. 33. Ach, ich wollte noch was ankündigen, habe ich ganz vergessen. Bis zum Jahresende werde ich versuchen, 50 Bärshows zu machen. Also nicht insgesamt jetzt nochmal 50 Stück. Ich meinte bis Bärshow 50. In der 50. will ich was? Dich! Ach, ja. Ich ja, wir sind bei 32 inzwischen. Ja, ich hab's verstanden. Und ich, ach, das war weich jetzt. Mein Bein, ja. Bein. Das ist ein Bein. Also, wir haben 32 inzwischen und es werden noch 18. Ich muss gerade rachnechnen. Rachnechnen musste ich gerade. Jetzt haben wir wieder. Die nachfolgenden Sendungen verziehen. verziehen meine Fresse. Hier ist Erzlimbo. Es reicht. Man muss mal auch mal ein Wort sagen und jetzt heißt es Tschüss von Erd. Erd. Tschüss von Reh. Reh, ciao. Und natürlich Tschüss von Bär. Wir sehen uns wieder. Tschüss.